hast gesagt, oben hat es noch etwas. Ich dachte, ich habe was gesehen. Als du in der Vision warst. Ja. Ah. Der König bin ich. Gib ihm eine Krone. Ja. Oder eine Frau. Oh. Das war er. Tat mir jetzt aber leid. Level vollständig. So, dann geht's jetzt ins Krankenhaus. Sankt Asterik. 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 Da haben sicher wieder viele Leute etwas für uns zu tun. Yep. Oh mein Gott. Ein kämpferisches Herz. Oh, unser Ninja-Bruder. Erschaffe etwas, womit ich die Operation durchführen kann. Ein Skalpell! Ja, warte. Du willst noch alles. Ich will zuerst schnell alle. Hilf mir wieder zu lachen. Das sieht aber glücklich aus. Das ist ein Clown. Und da ist. Halt die Herzattacke auf! Ich glaube, dem fehlt ein Bein. Nein, ich brauche neue Ausrüstung für das Krankenhaus. Mit Klippern. Natürlich. Wenn ich etwas mit meinen Teamfarben sehe, würde mich das echt motivieren, das Rennen zu gewinnen. Das wäre wahrscheinlich dasselbe für ihn. Ja. Und jetzt noch aufs Dach. Hast du? Ich habe zurückgelassen, was ich dem Transplantationspatient liefern wollte. Ein Herz? Ich habe vergessen, was ich abliefern sollte. Kannst du mir helfen? Oh, fangen wir doch hier an. Machen wir ein Baby. Ein pinkes Baby. Herz? Vielleicht die Herzattacke unten mitnehmen? Könnten wir. Den Herren machen wir mal. Ein blaues Fahrrad und ein rotes Fahrrad. Ich will einen Rollstuhl nehmen. Wir sind hier im Krankenhaus. Können wir auch auf ihn sitzen? Sehr wahrscheinlich müssen wir das dann noch einmal zurücksetzen, damit wir den roten Rollstuhl machen können. Er ist jetzt zufrieden. Ja, aber der andere nicht. Ja. Das Sternteil gibt es. Nein. Was braucht der für Ausrüstung? Künstliches Bein. Das hilft ihm nicht. Er kann ja nicht mit dem Klebeband das Bein anmachen. Machen wir einen Tacker. Tacker. Toll, jetzt ist Tada! Woher kommt jetzt dieser König? Die Herzattacke. Nehmen wir es mit. Nein, Objekt bearbeitet. Ah nein, Adjektiv. Machen wir es nett. Es wird immer noch an. Ah nein. Okay, wir müssen noch einmal von ein selber hoch. Herz machen. Wir müssen noch ein Herz zum Transportieren hochtun. Ich könnte nachher irgendwie etwas anderes, eine Leber oder so. Dann machen wir halt, gut, lauf falsch gedrückt, machen wir halt eine Leber. Tschüss! Was ist in der Kiste? Doch, er ist auch wirklich. Ja, aber ich glaube. Wir haben hier unten noch etwas zu tun. Ja, wir sehen es dann. Der müsste. Gut, werden. Dann stimmt das. Der muss glücklich gemacht werden. Lustiges. Können wir einen Clown mit einem Clown aufheitern? Uns macht es glücklich. Den Clown nicht. Ballons! Hat er nicht schon genug gehabt? Ballon. Einen Balkon. Nein. Hilf mir wieder zu lachen. Etwas Witziges. Ein Pumpen. Lachender Clown.
Alter, der hat einen Amboss. Ein Dummy. Unser Bruder. Okay, du willst ein Skalpell? Ja. Unser Bruder wird gedoktert mit dem Skalpell. Bruder Knempo. Kempo. Tampon. Hilft dem Patienten, in das Krankenhaus zu kommen. Zu kommen. Ärzte auf Abruf. Start. Oh, jetzt sind wir Dr. Maxwell. Hilft den Patienten, die zum St. Asterisk Krankenhaus gebracht werden. Ui. Miau, miau. Krankes Kätzchen. Medikament. Dieses Kätzchen ist total krank. Erschaffe etwas, um es zu helfen. Heilen. Miau. Wir sind Dr. Maxwell. Oh Gott. Kranke Zähne. Autsch, die Zähne, das müssen wohl Zahnschmerzen sein. Zahnbürste? Frau Doktor! Natürlich. Ja. Da kommen aber komische Patienten in das Krankenhaus. Zu Dr. Maxwell nur die speziellsten. Er ist rostig. Öl. Der Roboter ist kaputt. Hilf ihm zu reparieren. Schmiermittel. Ja, das Öl hat es gebracht. Und noch zwei Patienten. Dann ist unsere Schicht vorbei. Zur 12-Stunden-Schicht. Braucht das riesiges Buch. Klebeband. Die Geschichte des Buches ist nicht vollständig. Wo ist das letzte Kapitel? Klebeband. Ein Autor. Das letzte Kapitel schreiben. Fallen lassen. Ein Autor. Schön hat er das wieder fertig. Das Buch ist hüpft. Es ist so begeistert von dem letzten Kapitel. Wieso ist ein Auto in einem Krankenhaus? Rauchende. Ja, frag mich nicht, das ist ein interessantes Krankenhaus. Und der Haube scheint etwas kaputt zu sein. Ein Mechaniker. Ui. Brumm, brumm. Ich sofort das Auto selber. Yay! Und schon haben wir wieder einen Star-Rit gefunden. Ärzte auf Rapu, fertig. 10 Star-Rits haben wir schon insgesamt. Wir kommen ziemlich vorwärts. Level vollständig. Das heißt, wir haben das Krankenhaus auch abgeschlossen. So, dann schauen wir mal, ob wir hier in der Hauptstadt noch haben wir noch ein Gebäude? Ich weiß nicht. Nein, wir haben es hier. Wir müssen zu Lilly. Lilly wartet. Ja, nein. Bauernhof. Nein, warte mal, wir können doch noch unter Wasser gehen. Ah, oder ja. Habe ich das falsch im Kopf? Doch. Flotsch. Willkommen in Hauptstadt Abfluss. Oh Gott. Oh, schön. Radio. Okay. Also. Ui, ein Snobfisch. Die anderen Fische machen sich immer über mich lustig. Hilf mir, sie zu vertreiben. Wenn ich darf. Oh, sicher schön. Angenehm. Das könnten wir irgendwie. Schön! Fisch des Grauens. Wir haben den 11. Star-Rit. Ich bin bereit dafür, dass ein neuer Schwarm einzieht. Ein Clownfisch! Ein
Nemo-Fisch. Ich schreibe jetzt nicht Nemo. Das ist ja ein Markenname. Oh. Und weiter geht die wilde Fahrt. Hey, der Will, der ist radioaktiv, der will was von uns. Es muss einen besten Weg geben, diesen Müll zu entsorgen. Machen wir es ungefährlich? Rette die Hummer, spiel den Fischern einen Streich, indem du ihre Falle mit etwas anderem zu essen ausstattest. Metallische große hölzerne Käfig. Hamburger, sei ein Kumpel und hilf mir auszubrechen. Also eine Schere zum Beispiel? Schere. Eine Schere. Nimm dir gleich die Baumschere. Wenn schon, dann richtig. Angreifen. Okay. Schöner Inhalt. Hat es sich gelohnt? Natürlich. Können wir jetzt einfach Hamburger. Ja. Und die Hummer sind glücklich. König Hummer. Werf das Zeug hier. Ah, arme Fisch. Addiktiv. So ein besseren Weg, um diesen Müll zu entsorgen. Es ist einfach wieder kopieren. Also. Ah, ja. Ich glaube aber nicht, dass es die Lösung. Ah, doch. Und was willst du von uns? Nettes Ungeheuer. Schokot. Ich habe immer hier unten gelebt. Ich weiß nicht, wie ich aussehe. Spiegel. Ja. Aber dann ist er doch traurig. Und wir sterben. Möbelstück. Oh. Jetzt kommt das hier in der Qualität. Hm. Oh. Das ist aber traurig. Ja. Irgendwie. Komm, aus mit dir. So. Dann haben wir hier, wie wir sehen, in der Stadt alles gemacht. Fertig gemacht. Dann gehen wir zurück zum Bauhof. Noch als allerletzte Aktion für diese Aufnahme. Hallo Lilly. Patches und sein Drachen. Yay. Oh, noch ein Bruder. Nein. Er wird weggewindet. Nein. Juhu. Ist dir aufgefallen, je mehr Starita wir zu ihr bringen, desto schlimmer wird es? Ja. Ich habe gemeint, wir müssen Gutes vollbringen, um sie zu retten. Hm? Glaub mich nicht. Ich habe immer noch ein Handy im Inventar. So, wir speichern und schließen hier an dieser Stelle. Und sind wieder auf dem Titelbildschirm. Scribblenauts Unlimited! Ja, liebe Freunde, das war es für diese Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns, denn es ist ein sehr interessantes Spiel und man muss ziemlich überlegen teilweise für die Begriffe. Also jetzt, der Anfang war noch nicht so schwer, aber ich glaube, je weiter wir im Spiel vorwärts gehen, desto schwieriger werden dann teilweise auch die Rätsel und da müssen wir ein, zwei Mal mehr überlegen, bevor wir irgendetwas machen. Ja, was ist noch zu sagen? Möchtest du noch ein Schlusswort fassen? Nein, du hast alles gesagt. Ja, und jetzt hält Michel noch eine halbstündige Rede. Genau, so viel Zeit haben wir auch alle. Natürlich. Nein, bitte. Ja, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei Scribblenauts. Unlimited! Danke fürs Zusehen und hinterlasst uns doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Wir sind immer froh drum, weil jede Kritik ist für uns wichtig. Dann können wir sehen, was
dann können wir auch auf euch eingehen, weil wenn ihr keine Kritik hinterlässt, können wir nicht auf euch eingehen und dann wissen wir nicht, wie wir es besser machen können und ihr habt leider keine Chance dazu, dass es besser wird. Und ja, mit diesen Worten würde ich sagen, auch Daumen hoch geben, hilft uns auch immer weiter. Mit diesen Worten würde ich mal sagen, und dieser coolen Melodie im Hintergrund, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!